Tag 11. Ein Stoßgebet. Der Haiangriff kam so schnell, dass ich, nachdem ich meine Freunde um Hilfe gerufen hatte, genau wusste, jetzt ist es Zeit für ein ernsthaftes Gebet. Elenas Vater Holt hatte die Situation sofort unter Kontrolle. Er paddelte mich mitsamt meinem Brett ans Ufer und forderte mich auf, laut mit ihm zu reden. So wusste er, dass ich nicht bewusstlos war. Also betete ich laut. Alle halfen mit, mich an den Strand zu befördern. Elena war an meiner Seite und ich hielt mich krampfhaft an Holz beim Mudershorts fest und betete inbrünstig: Bitte Gott, hilf mir, Gott, lass mich es bis zum Strand schaffen. Für die 500 Meter bis zum Strand haben wir 20 Minuten gebraucht. Ich wusste, dort würde ich in Sicherheit sein und Hilfe bekommen. Für mich sind eigentlich alle meine Gebete dringend. Hilf mir bei dieser Klassenarbeit. Gib, dass der und der mich mag. Hilf mir, dass ich mich nicht vor der Klasse oder in meinem Fall im Fernsehen zum Affen mache. Wir beten für große und kleine Dinge, für uns und für andere. Gott interessiert sich für jedes noch so kleine Detail. Er hört zu, wenn wir beten, egal wie lange es dauert. Er hört auf unser Herz, auch wenn unsere Wortwahl nicht perfekt ist. Er weiß doch, was wir sagen wollen. Manchmal antwortet Gott sofort auf Gebete. Das hat er auch bei meinem Unfall getan. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Manchmal sagt er auch nein. Denn er weiß ja, was gut für uns ist. Und er gibt uns immer nur das, was uns stärker macht. Wir sollen ihm nur vertrauen und daran glauben, dass er so antworten wird, wie es das Beste für uns ist. Dann bleibt nur geduldig abwarten und sehen, was Gott tut. Das sagt die Bibel. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. 1. Johannes 5, Vers 14. Mit Gott im Gespräch. Danke, Herr, dass ich jederzeit mit dir sprechen darf. Ich lobe dich dafür, dass du ein Gott bist, der mich liebt, der mir immer zuhört und dem auch die kleinsten Details wichtig sind. Amen. Was ich noch sagen wollte. Gebet heißt auf Hawaiianisch übrigens Pool.